schärfsten Chip der Welt. 3, 2, 1, go. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Calvin. Ich bin's Marvin. Und heute essen wir den schärfsten Chip der Welt. Hol ihn her, Bruder. Ich will diese Challenge eigentlich gar nicht machen. Nein. Leute, das ist ungelogen. Der schärfste Chip der Welt. Es gibt keinen schärferen Chip auf dieser Welt. Ja. Und den gibt es eigentlich nur in Amerika. Wir mussten den jetzt besorgen extra auf eBay, weil den gibt es hier in Deutschland gar nicht zu kaufen. Das ist die One Chip Challenge. Steht auch nochmal drauf. Der heißt, wie ist das? Pakui. Pakui. One Chip Challenge for the Carolina Reaper. One Deadly Black Tortilla Chip. Das ist der schärfste Chip der Welt und das ist die Verpackung. Sieht schon gruselig aus. So Leute, und hier ist der Chip drinne. Auch schon wieder mit einer krassen Warnung. Auch schon hier direkt so ein... Oh. Totenkopf auch am Start. Ja, da ist der Chip schön verschlossen. One Chip Challenge. Und hier steht auch nochmal die Anleitung auf der Rückseite. Macht es auf keinen Fall nach, Leute. Ich glaube, das ist echt sehr, sehr scharf. So, was kann man erwarten? Als erstes ist der Mund scharf wie Feuer. Es kann passieren, dass man gar nicht mehr reden kann. Die Augen werden tränen. Man wird fluchen. Und dann kommt das Grabstein. Und ja, wie man die ganze Challenge macht, versuche den Chip zu essen und sehe, wie lange du ohne Milch oder Eiscreme auskommst. Bei scharfen Sachen hilft leider kein Wasser, sondern Milch, Eiscreme. Wir haben uns auch nochmal schlau gemacht, was noch so hilft. Wir haben ja alles vorbereitet. Puh, ich habe echt Angst vor dieser Challenge, Mann. Wir wissen nicht, was passieren wird. Das ist Ungewisse, ne? Und wir sind noch keine Schafesser an der Stelle. Das wird nochmal doppelt so hart. Ja, um das zu beweisen, sollen wir das Ganze auf Video aufnehmen. Das machen wir ja sowieso. Und das Ganze posten. Das machen wir. Das ist die One-Chip-Challenge. Und ich bin echt mal gespannt, was uns erwartet bei diesem Chip, Alter. Allein, wenn man die aufmacht gleich, habe ich Angst, dass mir da irgendwas ins Auge kommt. Ja, wir machen das auch mit Handschuhen auf, weil... Aus Sicherheitsgründen. Wenn man sich danach ins Auge geht oder so, das kann sehr, sehr gefährlich enden. Genau. Und Leute, damit wir auch uns perfekt hier schützen, haben wir im Notfall einmal Joghurt. Wir haben Milchbrötchen hier. Da haben wir trockenes Brot. Buttermilch. Ja, Buttermilch. Und es soll noch helfen, eine Prise Salz auf die Zunge zu tun. Haben wir jetzt mal gegoogelt. Ja, mal einfach auf die Zunge Salz und nicht schlucken. Das soll das neutralisieren. Also wir sind vorbereitet, aber wir werden das jetzt so machen. Und zwar werden wir jetzt beide, ich glaube, da sind zwei Chips sogar drin. Wir nehmen alles. Keine halben Sachen, weil sonst heißt es, wir haben uns die Challenge geteilt. Jeder hat ja, wie gesagt, seinen eigenen Chip. Ich glaube, zwei Chips. Jeder nimmt diese Chips in den Mund, isst die. Und dann machen wir den Timer am Handy an. Und wer länger aushält, der gewinnt die kleine Challenge. Ja. Aber wir versuchen so lange wie möglich nicht Milch zu trinken oder sonst was. Also ohne alles auszukommen. Und Leute, wir sind die Ersten, die diese Challenge im deutschen Raum machen. Die gab es doch gar nicht im deutschen Raum. Ja, Mann. Deswegen, Leute, Daumen hoch für mehr solcher Sachen, solche Challenges. Oh ja. Und ich würde sagen, es geht los, oder? Ziehen wir erstmal die Handschuhe jetzt an. Zu sagen? Hier ist noch so eine kleine... Ansonsten ist hier nichts, ne? Ja, nur so andere Sorten und so. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Hier ist der Chip drin. Wir ziehen schon mal die Handschuhe an, würde ich sagen. Ich mach den Timer hier schon mal parat, Alter. Oh mein Gott, was machen wir hier? Alter, ich glaube, wir werden das noch bereuen, aber... So, Stoppo ist schon mal am Start. So, hier ist das gute Ding. Bist du bereit, mein Freund? Wir packen erstmal aus. Schauen uns den Chip an. Guck, ob der Geruch schon in der Nase brennt. Und go. Ja. Okay. Wow. Okay, da riecht es einfach nach... Sieht einfach komplett schwarz aus. Okay, das sticht ein bisschen echt in die Nase. Warte. Oh mein Gott, ich hab wie so ein Toast, Alter. Ey, wie so 100 Chilis. Boah, wenn du da schon riechst dran, ne? Das ist echt, also riecht nach Chili auf jeden Fall. Oh, hier sind noch ein paar Krümel. Wir nehmen alles, die ganzen Krümel mitnehmen. Ja. Okay. Also, okay, bei mir sind das so zwei Stücke. Bei dir zwei Stücke? Ja. Okay, wir müssen Gramm wiegen, Spaß. Ja. Okay, das ist ja nur ein Chip, der ist einfach nur zerbrochen, ne? Ah ja, das ist eigentlich ein Nacho. Kommt, ja doch, kommt hin von der Größe. Würde hinkommen. Dann habe ich hier auch noch so ein paar Teile. Deformierter Nacho. Genau. So sieht der aus. Ja, Mann. Einfach nur schwarz. Alter, ja, Mann, wir machen noch keinen Cut jetzt. Wir machen keinen Cut. Hier liegen noch die Krümel, die nehme ich mir auch direkt in den Mund, damit das ein Ganzer ist. Bist du bereit? Warte, du musst noch Go machen, ne? Ja, gleich, wenn wir den runtergeschluckt haben. Genau. Um die Zeit zu sehen, wie viel. Ey, jetzt eine Frage. Kauen wir den ordentlich durch? Wir kauen den und schlucken den und schlucken so schnell schlucken wie möglich. Ist jetzt von jedem die Sache, ne? Oh mein Gott, Alter. Boah. Okay. Vielleicht ist das unser letztes Video. Nehmen wir alle Krümel direkt. Komm, Junge. Ja, sofort. Okay. Oh mein Gott. Bist du bereit? Hier ist so ein kleines. Und jetzt bin ich bereit. Und 3, 2, 1, go.
abgeschluckt. Runter. Hab ich. Hab. Noch geht's. Timer. Ich immer Schluck auf einmal. Timer's go. Oh mein Gott. Es geht noch. Meine Augen tränen schon. Laber. Ich will mal. Oh mein Gott. Hier im Rachen gerade. Oh mein Gott. Oh. 20 Sekunden. Oh. Meine Lymphknoten. Oh, lang geschwollen. Lymphknoten. 30 Sekunden. Oh mein Gott, man auch. Boah, bei mir sieht man das schon. Oh. Geh mal weg aus dem Licht, Junge. Oh Gott. Oh mein Gott. Ey, guck mal noch. Oh mein Gott. Zieh die Handschuhe aus, nicht, dass sie in die Augen geht. Oh ja. Oh mein Gott. Oh. 1 Minute 5. Umso krasser man atmet, jeder Atemzug geht auf. Meine Nase läuft. Meine Ohren. Es kommt überall raus. Oh, Scheiße. 1,30. Ich muss trinken. Ich kann nicht mehr. 1,35. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich schluck aus dem Taschentuch. Ich trinke nicht, ja? Oh. Leute! Alter, ich bin noch mit 2 Minuten. Oh, mein Schädel, Digga. Okay. Stopp bei 2,24. Er ist so krank. Alter. Ich habe hier 2,24. Meine Ohren! Ey, das macht mich fertig, Digga. Boah. Ey, meine Ohren brennen einfach, was ist das? Oh mein Gott, was haben wir hier gemacht? Was haben wir hier gemacht? Dumme Sachen haben wir hier gemacht. Mein Rache, Digga. Ich brauche einen Löffel, Digga, das ist ein Joghurt. Boah, der Joghurt ist gut. Boah, der tut gut, der Junge. Oh mein Gott. Boah, deine Augen sind rot, komplett. Wirklich? Mhm. Ey, das ist kein Spaß. Oh mein Gott. Mein Rachen, ne? Zuge geht noch, ne? Leute. Boah. Meine Augen. Boah. Alter. Ups. Ja, genau. Noch Brot. 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 Ich bin schon angeschlagen, glaube ich. Boah. Leute, wer sieht schlimmer aus? Ne, komm mal her. Wer sieht schlimmer aus? Schreibt jetzt in die Kommis. Die Augen nicht durchgenommen hast. Mein Gott. Ey, was haben wir hier für eine Challenge gemacht, Bruder? Boah, ich weiß nicht. So eine Challenge nie wieder, Mann. Ich schärfe es ab nochmal. Und Leute, wenn ihr noch andere krasse Challenges kennt, auch, muss ja nicht scharf sein, es gibt ja noch anderes krasses, in die Kommis damit. Schreibt in die Kommis. Wir gucken uns alle Kommis an. Oh mein Gott, ey. Ja. Ich glaube, es wird langsam, also es wird weniger, aber... Beruhigt ganz langsam, ganz langsam, ja. Boah, ist Eiscreme ja geil, aber wir haben ja, keine Eiscreme. Wir haben leider Eis vergessen. Das wäre so chillig. Ja, Eis wäre jetzt richtig gut, ne? Mm. Warte, ein bisschen Eis. Nice. Ein paar Eiswürfel. Oh, geil. Den ganzen Abend jetzt dran lutschen, Digga. Boah, aber Respekt, du hast 2 Minuten ausgehalten, ne? Alter. Ich habe bei 1,25, glaube ich, Stopp gemacht. Ja, oh mein Gott, ey. Aber langsam wird es weniger. Man fährt runter. Wir haben einen ganzen Joghurt gegessen, ein Buttermilch. Ja, Mann. Milchbrötchen, also Brot. Dann muss man sagen, wenn man das alles so einhält, dann ist das schon gut. Ja, wenn man Eiscreme dabei hat und so, dann ist es noch besser. 2 Minuten, Respekt. Danke.